willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass wir uns wieder sehen. Es geht heute um Hautöle, um Gesichtspflege mit Ölen, das heißt mit Fetten. Da gibt es ja sehr, sehr viele gespaltene Meinungen. Viele verwenden ja Öle gegen Akne, gegen trockene Haut und, und. Es gibt aber einen Fehler, den nahezu alle Frauen machen und den habe ich auch lange Zeit gemacht und ich habe gebüßt. Also meine Haut wurde wirklich in Mitleidenschaft gezogen und diesen Fehler werde ich euch jetzt in diesem Video verraten. Ja, vorab, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Auf meinem Kanal geht es um Naturkosmetik, um Hautpflege, generell auch um Naturheilkunde, um Tipps und Tricks, einfach das Optimum aus der Gesundheit rauszuholen. Es geht um Körper, Geist und Seele. Also lass mir sehr gerne ein Abo da. Jetzt aber zum Thema der Gesichtspflege und zu den Ölen. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Öle. Unter anderem habe ich hier mal das Rizinusöl vorbereitet. Jojobaöl. Jojobaöl ist ja auch genau genommen kein Öl, sondern eher ein Wachs. Beziehungsweise es ist ein Wachs. Und hier habe ich das Kokosöl vorbereitet. Und ich liebe pflanzliche, naturreine Öle für die Haut. Ich musste nur leider feststellen, dass das, wenn man das regelmäßig verwendet, die Hautbarriere total kaputt macht. Rizinusöl, Kokosöl, Jojobaöl und Arganöl und ganz, ganz viele weitere verschiedene Öle haben ja wahnsinnig viele gute Eigenschaften. Ja, Jojobaöl enthält zum Beispiel ganz viel Vitamin E, was ja auch als ein Wundermittel bzw. Anti-Aging-Mittel gilt, gegen Fältchen hilft, die Haut elastischer macht, genau wie Kokosöl die Haut auch elastischer macht. Kokosöl wird auch bei Schüben, bei Neurodermitis zum Beispiel sehr, sehr empfohlen und hilft auch wahnsinnig gut. Was uns aber keiner sagt, ist, dass wenn wir wirklich regelmäßig diese Fette auf unsere Haut schmieren, unsere eigene Hautbarriere und unsere Schutzschicht kaputt geht. Weil im Dermatologischen bekanntlich Fette Fette lösen. Das heißt, wenn wir diese Fette jeden Tag auf unsere eigene Hautschicht auftragen, dann ziehen die Fette, die wir auftragen, unsere körpereigenen bzw. hauteigenen Fette und die Haut wird rissig und trocknet aus. Und genau diese Erfahrung habe ich auch machen müssen. Das heißt, ich hatte plötzlich ganz, ganz viele Schüppchen um den Mund rum. Ja, wenn wir jetzt denken, dass trockene Haut mit Ölen weggeht und dass Öle Feuchtigkeit spenden, dann haben wir uns leider geschnitten. Es ist tatsächlich so, dass sie das Gegenteil bewirken und wir uns dann in einem Teufelkreis befinden, so wie ich das auch getan habe. Jetzt inzwischen ist es so, ich verwende Öle nur noch zweimal die Woche und ich liebe sie. Und jetzt kann ich auch die Vorzüge und die ganzen Vorteile von den Eigenschaften von den Ölen merken. Also ich habe euch mal hier einen kleinen Clip eingeblendet. Ich habe wirklich wahnsinnig schöne, reine Haut und samtweiche Haut. Keine trockene Haut mehr und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit meiner Haut, weil natürlich trockene Haut und Schüppchen im Gegenteil nicht Falten vorbeugt, sondern wirklich Falten verursacht. Auch so kleine Risse auf den Lippen, wo ich ja auch sehr, sehr gerne Bienenwachs verwende, kann zu Fältchen um die Lippenkontur sozusagen führen. Ja, um das aber jetzt nochmal genauer zu erklären, wenn wir jetzt Fette, also pure Öle, auf unser Gesicht auftragen, dann verbinden sich die Fette mit den hauteigenen Fetten. Und die hauteigenen Fette befinden sich sozusagen in der obersten Hautschicht. Und die Fette, die wir auf die Haut geben, lösen dann die hauteigenen Fette heraus. Und somit fehlt natürlich der eigenen Haut an Feuchtigkeit und unsere Hautbarriere geht kaputt. Und genau wenn wir das tun, und zwar unsere Haut jeden Tag zukleistern mit natürlichen Ölen, dann können die Öle noch so wertvoll und noch so gut sein und ich liebe wirklich meine Öle und verwende sie auch immer noch, dann kann es tatsächlich sein, dass wir absolut überhaupt gar keine Vorteile von diesen Eigenschaften sozusagen mitnehmen und unsere Haut wird spröde, rissig, trocken und wir cremen bzw. schmieren mehr und mehr Fett in unser Gesicht, weil wir natürlich denken, wir brauchen mehr Fett, mehr Feuchtigkeit. So, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und zwar gibt es ja die Möglichkeit, sich mit Kokosöl zum Beispiel abzuschminken. Fett ist ja ein Löser sozusagen, das heißt, es nimmt das Make-up super, super gut weg und ist auch eine wahnsinnig gute Sache. Das kann man auch täglich machen. Allerdings sollte man dann beachten, dass wenn man sich mit Fett gereinigt hat, hinterher eine feuchtigkeitsspendende, das heißt eine rückfeuchtende, keine rückfettende, sondern eine rückfeuchtende Wirkung sozusagen hat. Da kann man eine Bodylotion nehmen, natürlich ohne Zusatzstoffe. Es gibt auch feuchtigkeitsspendende Gesichtscremes, das sind Emulsionen. Da sollte man natürlich auch immer darauf achten, welche Inhaltsstoffe drin sind, wer jetzt sich mit Ölen abschminkt. Wenn man jetzt aber so wie ich die Öle fürs Gesicht verwendet, die puren Öle natürlich immer bitte kalt gepresst und biologisch hergestellt, weil sobald Öle raffiniert sind, gehen ganz, ganz viele tolle Inhaltsstoffe darin kaputt. Dann kann man auch die Haut an den Tagen, an denen man kein Öl sozusagen schmiert und sie nur mit Wasser wäscht,
wieder die Hautbarriere herstellen lassen und ich habe inzwischen geschafft, eine perfekte Balance herzustellen. Also meine Haut ist weder fettig noch ist sie trocken. Es ist einfach wirklich super, super gut. Sie ist elastisch. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar und 20 und gehe auf die 30 zu. Ja, wenn ihr zum Thema Hautpflege und Gesichtspflege nochmal ein extra Video sehen wollt, dann sagt sehr, sehr gerne in den Kommentaren unten Bescheid. Dann werde ich euch Step by Step auch noch zeigen, meine Pflege im Gesicht, generell auch von meiner Haut. Ja, aber um jetzt nochmal eine andere super gute Eigenschaft von Ölen bzw. von Fetten zu betonen. Es ist tatsächlich so, Fette lösen ja bekanntlich Fette. Wenn man jetzt beispielsweise sehr, sehr stark unter Schuppen leidet und schon sehr, sehr viel probiert hat, dann kann man, wenn man wirklich so einen richtigen Schorf schon auf der Kopfhaut hat, das mit Kokosöl super, super gut behandeln, weil das Kokosöl natürlich dann diesen Schorf ablöst. Zu oft sollte man das natürlich auch nicht machen, weil es kann sein, dass der pH-Wert der Haut vielleicht kippt. Wie gesagt, bei der Kopfhaut würde ich vielleicht empfehlen, alle 3 Tage vor dem Haarewaschen so ein bisschen Kokosöl auf die Kopfhaut geben, wer eben wirklich zu massiver Schuppenbildung neigt. Ja, um jetzt zum Fazit zu kommen, verwendet also unbedingt naturbelassene, kaltgepresste und biologische, hochwertige Öle. Jojobaöl zum Beispiel. Jojobaöl ist ja bekanntlich ein Wachs. Es hat nochmal andere Eigenschaften, enthält aber wahnsinnig viel Vitamin E. Das heißt, es ist sehr, sehr gut fürs Anti-Aging. Und gerade so kleine Fältchen um die Augen und um den Mund, da hilft es wirklich super, super gut. Aber nicht zu oft. Das heißt wirklich nur jeden 2. Tag. Lasst eure Haut atmen, lasst eure Haut auch selber die Balance erhalten, weil wenn der pH-Wert von der Haut auch nicht mehr stimmt, dann kommt es natürlich auch zu Unreinheiten, zu Mitessern und so weiter, zu schuppiger, trockener Haut, auch zu fettiger Haut. Also diese Dysbalance äußert sich dann natürlich auch wirklich sehr, sehr unschön. Deswegen auf jeden Fall die Vorzüge der Öle nutzen, so wie ich das auch mache, aber eben alles im Rahmen halten und denkt dran, nicht so oft benutzen. Ja, vielen Dank ans Einschalten an dieser Stelle. Es würde mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst unter diesem Video und wenn wir uns vielleicht im nächsten Video sogar wiedersehen. Mach's gut, bleib vor allem gesund. Tschüss!